Aua. Oh, diese einzelne Töne, die machen mich fertig. Kann ich mich damit wenigstens rausschienen lassen? Fun Fact, irgendwann werden die Typen auch auf Bäume springen und es von Bäumen aus angreifen. Ja, gut, aber vor unserem Lager kannst du dir mal angucken. So, es sind nicht so viele Bäume um unser Lager direkt rum. Nee, nicht so ganz, ne? Weil die haben wir alle gefällt. Das Ding ist, wenn. Dann guten Hunger dir, Matti. Lass dir das Brot mit dem Aufstrich schmecken. Wenn jemand auf dem Baum sitzt, dann würde ich gerne sagen: Hibbidi hopp, hibbidi hee, get the fuck out of my tree. Wenn das dir genug Dann beschert, was ist der warum Wagen nicht, ne? voll? Fast. Deswegen fäll ich noch den Baum hier. Oh, hier ist eine Farbe. Und Ja, noch mehr das Abfuhr bringt doch oder beim so. Regen nichts, oder? Ja, das habe ich auch gemerkt. Hallo! Aua. Mir ist ein Baum auf dem Kopf. Dadurch bin ich in unserem ersten Stream fast gestorben. Wenn ich böse wäre, würde ich sagen, das merkt man manchmal. Ach, danke, du Arsch. Weißt du, du hast es gerade gesagt. Ich weiß. Du hast auch überlegt zu sagen, oder? Ja, vielleicht. Ich höre den Eingang nicht. Kann mich Ich bin jemand noch irgendwo. gerade oben zu dem Tor eskortieren? Ich will jetzt nicht von den Leuten da angegriffen Ach, werden. da ist das Tor da oben. Ja, gut. Man sollte. Ich könnte mich ja. Ich hätte mich ja an dem Pavillon, was wir geplant haben, orientieren, aber habe ich jetzt natürlich nicht. Oh, verdammt, mir ist kalt. Ja, mir auch. Same. Ich will rein in die gute. Oh, ich glaube, ich krieg Hebe die gleich hopp, hebe die hi, get the f up my tree. Ich laufe in die. Ich laufe schon zu unserer Hütte mal Feuer an, ne? Oh, und. Ja, warte, ich muss. Ich stell. Okay, Passi kommt, dann mach du es vor zu. Dann können wir Ich lass den speichern. Wagen da stehen, ich bekomme nämlich gleich Kälte Dann damit. können wir speichern, schlafen. Und dann können wir zur Ah, Höhle das war aufbrechen nicht von mir doof. aus. Ja. Ja, also nach Öle. dem Frühstück. Ja, Öle. Aber die Hütte sieht ja schon außen gemütlich. You are Komm mit cold. rein, komm mit rein. Wir können aber noch nicht In das schlafen. traute Heim. Oh, sprechen. Ja, bespeichern. Ja. Dann machen wir jetzt Dann halt noch. wärme ich mich jetzt hier auf und renn mal wieder zu unserem Wagen, um da mal ein bisschen Holz rüber zu schaffen. Ich mache mir das Feuer wieder an. Ja, mach nur. Aber bitte ohne Echo. Ist vollkommen okay, kannst du gerne machen. Echo. Hat das einer von euch Wem aufgenommen, als spiele ich das ich eigentlich gesagt mal habe? mit euch zusammen? Das ist so schlimm. Was mag uns Nix, nicht mehr? nichts. Also, Knoblauchaufstrich hört sich natürlich auch gut an. Oh, Knoblauch ist immer super. Ich wollte gerade sagen, Knoblauch geht immer. Knoblauch. Mir ist schon wieder kalt. Naja, wenn schon, dann musst du das so sagen. Knoblauch. Weißt du, in dem Moment, wo du diesen Satz sagst, riecht man deine Knoblauchfahne wahrscheinlich bis zum Mond und zurück. Weißt du, das ist gar nicht mal so auf Knoblauch. Es geht ab Das und an. Hebe die hab, hebe die hi. Ich esse halt ab und zu nur Knoblauch, ne? Beziehungsweise eigentlich esse ich andauernd Knoblauch. Ich wärme mich jetzt in unserem Hausboot auf, so. Wie denn? Ich wollte gerade sagen, Mit wie meiner sich da. Fackel. Upsala. Können wir? Noch nicht ganz. Ja, wenn du glaubst. Ich bin am Überlegen, ob ich vorher noch was zu essen brauche. Und also ja, ich geh noch mal eben in Nee, unser. brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Du hast eine gewisse Sicherung, dass du morgens nicht mit Hunger-Damage aufwachst. Okay, Tatsächlich. gut, dann brauche ich nicht schlafen gehen. Dann können wir. Da kann ich morgen mir zwei Vögelstücker machen. Zwei Vögelstöcker. Stücker. Ach so. Nicht Stücker. Vogelstöcker, nom 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 nom. Spieß. So. Gleich sollten wir können. Komm schon, Spiel. Ah, Jetzt. jetzt.
Ich speichere vorher nochmal ab. Ich weiß, ich speichere heute ein bisschen oft, aber. Ja. Besser einmal zu oft. Besser einmal zu oft. Dann sorry. Ich wollte gerade sagen, besser einmal zu oft als einmal zu wenig. Ja, gut, dann jetzt frühstücken. Und dann. Okay, ich vergreife mich an unseren Bären. Dann geht's auf hier, auf hier. Obwohl, warte. Was haben. Können. Ist, was davon ist schon getrocknet? Woher sieht man das? Ich weiß es nicht. Nee, Fisch eigentlich. Weil wenn der Eggs trocken wäre, hätte er alles getrocknet, aber nee. Okay, gut. Ja, der Fisch ist auch nicht. Obwohl beim Fisch wird mir gesagt, der ist essbar. Ja, guck mal, Fisch ist auch essbar. Der Fisch ist getrocknet. Okay, gut. Alles am Fisch? Ja, ich esse trotzdem Bären. Ich esse trotzdem Bären. Weil dann nehme ich nämlich den Fisch mit. Ja, habe ich auch gerade gemacht. Auch wenn wir den Fisch wahrscheinlich sowieso nicht benutzen. Ich habe auch in meinem Wasserschlauch immer noch das Wasser. Same. Hibbidi hop, hibbidi hi, get the fuck out of my tree. Das hast du nicht eigentlich gesagt, das wirst du erst sagen, wenn du einen Gegner am Baum siehst? Ich wollte gerade sagen, eigentlich bist du ein bisschen früh damit. Dann hole ich mir jetzt noch ein bisschen trockenen Fisch zum Mitnehmen und dann können wir losgehen. Ja, ich habe mir auch dreimal trockenen Fisch geholt. Genau, kannst du nur drei tragen. Genau, deswegen. Ja, komm, aber jetzt auch drei. Echt komplett voll. So ich komplett hab voll. Habe ich auch gemacht. Gut, also dann. Raus aus der guten Stube, rein ins Abenteuer. Jetzt darf ich die Scheiße wieder zumachen. Echt nicht. Warte, möglich, ich kann es auch mal okay. Hase, ein Hase! Ich bin gerade am überlegen. Ich wollen kann... wir, warte mal, wollen wir unsere, ich hab keinen Stock. Wollen wir die beiden Wegen nochmal mitnehmen und da nochmal Stöcker reinpacken und die auf dem Rückweg wieder mitnehmen? Nee, hab okay. Gerade irgendwie nicht so Lust zu, um ehrlich zu sein. Dann lass uns in die Höhle gehen. Wo auch immer die war, weil ich als orientierungsloser Boy hab mal wieder keine Ahnung. Echse. Hexe tot. Nein! Wir hätten dreifach machen können. Wir hätten Triple machen können. Triple Reno. Da sieht wer was. Aloe Vera gesammelt. Habe ich auch schon. Habe ich auch schon gepflanzt, glaube ich. Ich nicht. Doch, müsste oben im Beet sein. Oh, das ist gut, weil dann können wir Sachen machen, die wir teilen. Mhm. Meine ich. Also ich hatte auf jeden Fall mal... Ich weiß halt leider nicht, ob ich Aloe Vera hatte, bevor letztes Mal der Stream abgeschlossen oder danach. Das weiß ich leider nicht, das kann ich nicht sagen. Ah, das hat blöd, ne? Aber ich hatte auf jeden Fall schon mal Aloe Vera. Hallo. Ich darf nicht so lange streamen, der dreht dann irgendwann am Rad. Ja. Ich dreht nicht am Rad, ich drauf. Ist jetzt zum Glück gar nicht anstrengend. Brauchen wir noch einen Baumstamm? Wir brauchen noch 134 Baumstämme, Bass. Wenn du es genau bist. Weg mit mal in die richtige Richtung und mach währenddessen mal ein paar Sträucher hier kaputt. Also sammeln wir doch Stöcker nebenbei. Ja, aber. Ja, gut, aber ob das hätte schnell gegangen. Das wäre jetzt nicht so das Problem gewesen. Ich bin voll. Ich auch gleich. Ich auch. Gut. Möppi? Ja, ich hab noch Stöcker, glaube ich. Hier sind zwei. Dabei. Warte mal, ich hab jetzt von 20 habe ich jetzt 16, also 4 Stück habe ich noch. Hm. Gut, dass wir in einem Wald sind. Hm. Wie heißt der nicht runter? The Forest? Ach, echt jetzt? Hm. Das ist aber Zufall. Möppi, du rennst so absichtlich an den ganzen Sträuchern vorbei? Ja. Okay. Kann nicht alle immer killen hier. Man muss auch ein paar stehen lassen. Arme Natur. Da spricht der Biologe aus mir. Ja, da spricht der Biologe aus mir. Oh, hier ist eins von den, Kindern, von den embryoartigen Gegnern gewesen. Moment, das heißt, dass da irgendwo so Fetti daneben ist. Nein, die waren ja schon öfter, da war kein Fetti hier. Ja. Wo geht ihr denn hin? Da, wo wir hin sollen. Wir wollten doch zu der Höhle, oder nicht?
Wir sollten uns in der Höhle bei dem Lager, wo wir den zweiten Pistolenteil gefunden haben. Und da geht's hier lang. Weil da wollte ich nämlich doch nochmal ins Lager gucken, weil es hell ist. Ob ich da nicht. Moment, geht es aber wirklich da lang, oder? Ja. Ja. Okay. Wir sind hier schon so oft lang gegangen quasi, ne? Ich bin auch orientierungslos. Psst. So, dann ist hier jetzt die Höhle, ne? Genau, die sollte gleich hier rechts irgendwo sein. Genau, dann gehe ich jetzt aber noch einmal ein Stückchen geradeaus. Ja, jetzt das Lager. Genau, da ist das Lager. Jetzt waren meine Stöcke hier auch mal voll, jetzt sind meine Stöcke auch voll. Aber es ist ganz schön anstrengend, der Einzige hier mit Orientierung zu sein, ne? Es geht, also so langsam. Echse! Echse! Das? Hier Exe, war das drin, Exe, ziemlich Exe, sicher. Kann ich dann bemalen. Hier auf jeden Fall in einer der Hüttenböden. Ja, das war hier drin gewesen. Genau, ja. Nee, da ist bei mir definitiv nix. Schade, dann gehen wir in die Höhle. Ja, ich gucke jetzt hier in die anderen Hütten nochmal, falls es da irgendwie gespawnt sein sollte. Ich finde, das könnten wir mal... diese Fledermäuse. Sie haben mich schon wieder erschreckt. Einfach... Bitte nicht, du bist schon rein. Einfach einmal googeln. Das hat echt gut... Deine Fackel schon mal rausholen. Ja, ich gehe schon mal rein, auf jeden Fall. Du kannst ja machen. Ich auch. Wird geladen. Warte doch, ich weiß überhaupt nicht, wo die ist. Googeln. Ach, hier. Wo geht's denn hier rein? Da. Was? Oh, gut, dann nicht so. Okay, das Spiel hat bei mir gerade ganz schön. Ganz schön geruckelt. Ich geh hinten. Einen Moment, ich muss mal hier tatsächlich jetzt auf mein Zweitgerät zurückgreifen, weil ich sonst auf meinen Chat nicht weiter reagieren kann, weil mein Tablet jetzt gerade im Laden muss ein bisschen. Das war jetzt aber auch, wie gesagt, lange an. Mhm. Aber das ist ja kein Problem. Dafür habe ich ja das Handy noch. Vor allem muss ich gerade auch wieder dran denken, dass so. Muss ich hierbei immer bei einem Flammenschwertkämpfer aus Studio denken, tatsächlich. Immer mit der Fackel hier. So, wir können. Ja. Gut, dass Passi ich geht vor. Ja, gut. Passi. Gut. Dann ja. Geht halt Möppi vor. Oder ich wollte sagen, ich habe auch kein Problem damit vorzugehen, das ist... Stöcke? Nett. Ja, und sobald da irgendwie so pläuliches Licht ist, ne, mach ich die Fackel aus. Zum Beispiel hier, da vorne. Soll ich die Fackel ausmachen? Ja, doch, kannst ich du. Ich benutze eh mein Feuerzeug. Oh shit, Angriff! Da ist noch einer. Okay, in den Höhlen müssen wir aggressiv sein. Ja. Geld. Ich höre noch welche. Geld hat nichts bringt. Ich find's halt echt schön, wie useless hier das Geld halt einfach ist, ne? Ja, wofür auch? Es gibt ja keinen Supermarkt. Was? Aber wo soll ich dann mein Energy herbekommen? Oh. Ja, passi. Ich gehe auf die andere Seite von dem. Nice. Was denn noch? Ah! Fall? Hilfe! Ich wollte nicht runter. Okay. Müssen wir merken, da geht's weiter. Da kann man sich abseilen, das ist gut zu wissen. Ja, ich rüste auch mal meinen verbesserten Speer aus. Wir können mal gucken, was hier vorne ist. Oh shit. Ich meine, hier ist auch noch ein Weg, what the hell? Wie groß ist denn lang? Wisst ihr, was das Problem ist? Will ich mich nicht wehren. Ich würde halt jetzt schon nicht mehr zurückführen. Ich auch noch. Ich würde sagen, wir gehen hier lang, oder? Ja, okay. Also lange, wie ich nicht so tauchen muss. Oh, lecker durch das Blut gehen war durch. Ja, nom. Da bin du als Menschen gefressen. Mhm. Und da hinten ist ein Typi. Da würde ich auf ihn zusprinten.
Ja. Nicht, wenn ich zuerst auf dich aufgehe. Mobbingkreis! Mobbingkreis, let's go! Okay, der ist down. Warte mal. Natürlich niemals im. Niemals, von. Also, ne, so. Haben wir eigentlich schon eine Taschenlampe? Nee. Warte mal kurz hier. Warte. So, okay, ich komm hinterher. Was ist das? Kann man nicht aufheben? Hier ist ein Foto, das kann man aber nicht aufheben. Das ist auch. Kann man aufheben können? Okay, hier ist nichts. Ich komme gar nicht durch. Da? Wie kommst du denn da durch, Bass? Wie soll ihr da durch? Achso. Nee, einfach laufen. Okay, hier ist nichts. Doch ein Seil. Aber kann ich nicht tragen. Ja, auch ein Seil. Gehen wir weiter hier lang? Warte. Hier geht's halt auch runter und hier geht's auch wieder. Oh mein Gott, ist das verwirrend. Komm, wir schaffen das. Oh, wenn Lucy jetzt da wäre, die könnte uns eine Karte zeichnen. Ja, Lucy kann wenigstens zeichnen. Ja, ich kann's nicht. Ja, ich auch nicht. Guck mal, ich glaube, da geht's raus. Kann gut sein, dass da raus geht. Ach nee, warte mal, ich weiß, wo wir sind. Ich nicht. Sind wir da, wo ich runtergegangen bin? Kann sein, ja. Also kann ich mir gut vorstellen. Sieht so aus, oder? Oder bin ich blöd? Nee. Nee, das ganz sicher nicht. Jetzt setzt meine Orientierung aber auch aus. Obwohl doch, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo. Snacks? Im Stein? Wo? Hier. Ja. Hat was aufgesammelt. Okay, gut, nee, kannst ruhig nehmen. Warte mal. Steht hier? Was ist denn das? Ah, ich habe gerade kein gutes Ich. A jealous god punishes the parent's fault on their children. Jo. Da ist ein Kompass. Ein Kompass? Wo? Und eine Karte. Ist das für alle? Weiß ich nicht. Ja. Anscheinend. Das ist für alle. Ich habe auch eine Karte bekommen und einen Kompass. Das ist gut. Das heißt, wir haben jetzt eine Map. Aber wie kann man die zeichnen? Ich weiß nicht. Das weiß ich leider auch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall eine Map, das ist... Ich weiß auf jeden Fall, wo wir sind, weil hier wären wir hingekommen, wenn wir alle gedownt gewesen wären. Ah. Wo ist denn hier mein Kompass denn jetzt hin? Ach, da ist mein Kompass, okay, gut. Ich wollte nur den Kompass mal sehen. Ich rüste mal wieder den Speer aus. Seid ihr alle weggelaufen einfach? Nee. Wir sind noch da, alles gut. Ach, das ist die Höhle, in die man gebracht wird, wenn man gedownt wird. Ja. Und hier kommt man nach oben, tatsächlich. Hier ist ein Seil nach oben. Wollen wir da hoch? Ich würde erst hier unten noch gucken, aber ich glaube, hier unten ist nichts mehr, oder? Ist hier unten noch was? Wir können halt verschiedene Gänge noch hier unten gehen, würde ich sagen. Würde ich sogar sagen. Aber was bringt einem die Karte, frage ich mich. Da kannst du bestimmt irgendwann zeichnen. Oder wenn du ab sofort irgendwo langläufst, das bringt, dass es dann Blätter bringt. Ich wollte gerade sagen, das kann ich mir halt auch gut vorstellen. Und ab dem Moment bin ich auch nicht mehr so ganz so orientierungslos. Ich bin dafür, wir gehen da erstmal hoch und gucken, was da oben ist, oder? Ja, runter kann man immer noch. Ich wollte gerade sagen, wir können ja wieder zurück, wenn das gar nicht das ist, was wir wollen. Dann gehen wir wieder runter. Ja, das hätte. Ich würde sagen, hier geht's halt raus, ne? Ja, ist ja egal, selbst wenn wir rausgehen, können wir ja gucken, wo wir rauskommen. Oh. Wir sind draußen, ja. Mein Charakter ist auch voll stark hier mit einer Hand und Feuerzeug in der Hand noch, ne? Und wir sind tatsächlich bei ihrem Hauptdorf. Oder? Ach, hier sind wir. Das hier dürfte nicht allzu weg vom Flugzeug sein, denke ich. Ich wollte gerade sagen, das ist doch hier direkt beim Flugzeug, das oder nicht? Ja, wollen wir wieder runter? Spürst du zumindest nicht, was dagegen spricht? Ja, dass wir hier noch Sachen haben, die wir mitnehmen können. Also ja, wir gehen gleich wieder runter. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gucken, ob wir hier... Sinnvolle Sachen finden. Mir mal noch ein paar Knochenpfeile.